Ich kann nicht mehr. Wie schön ist das? In We Stay Behind wartet auf uns eine herzzerreißende Geschichte und jetzt gibt's endlich eine Demo dazu. Ja, das Spiel ist noch nicht offiziell released, aber es gibt eine Demo. In dem Spiel geht es um eine Einzelspieler-Mystery-Story, die man erkunden kann. Und zwar befinden wir uns in einem kleinen, naturbelassenen Dorf und ein Komet kommt auf dieses Dorf zu und wird das Dorf zerstören. Die Leute weigern sich aber, das Dorf zu verlassen. Und wir als Person dort dürfen mit diesen Leuten jetzt noch reden, bevor dieser Komet kommt und ihre Geschichten erfahren. Und es ist einfach, es hört sich für mich wunderschön an. Ich bin so gespannt, was uns erwartet und wir gehen jetzt rein in die Demo von We Stay Behind. Laburnum Creek Health Resort. Let's go, es sieht schon so schön aus, Leute. Oh, ich mit meinem Campervan, bin das ich? Oh, es wird jemand vermisst. Oh, da war ein Missing-Plakat, also so ein Zettel. Wow. Wow, okay, das bin ich. Und wir können schon... Laura's Van, bin ich Laura? Ich glaube schon. Hier, Vermisstenanzeige. Missing, Vicky Bryce, 23 Jahre alt. Last seen, zuletzt gesehen, August der 13. Sie ist am 12.1953 geboren, ist 23 Jahre alt. Okay, schwarze Haare, braune Augen. Sie hat ein National Park T-Shirt angehabt. Oh Mann, krass. Okay. Ich denke mal, wir werden mehr erfahren. Da steht No Parking. Und was mache ich? Ich parke hier. Okay, wow. Also wie schön ist es hier bitte? Dürfen wir mal kurz das festhalten, wie schön diese Umgebung ist? Wow. Okay, hallo, da ist schon jemand. Maggie. Entschuldigung. Ein neues Gesicht, haha. Maggie, wir haben nicht viele Besucher diese Tage. Wir haben nicht viele Besucher, okay. Ich bin Laura Tanner. Sie sind Miss Pearson. Aber bitte sag Maggie. Willkommen, willkommen. Hank hat gerade angerufen. Ich habe dich schon erwartet. Bist du heute angekommen? Ja, gerade eben. Maggie, von Unfall berichten, den Unfall verschweigen. Wir haben natürlich, also das Ganze ist jetzt eine Demo, also wir haben jetzt gerade den Anfang wahrscheinlich nicht erlebt von der Story und ich weiß gerade nichts von dem Unfall, also werde ich den jetzt erstmal verschweigen, weil keine Ahnung. Ja, ich bin gerade angekommen. Es ist wirklich wunderschön hier. Oh ja. Herrlich, oder? Ich könnte einfach singen vor Freude jeden Morgen. Ach, ich klinge wie eine alte, verrückte Frau. Komm, ich mache uns einen schönen Tee. Oh ja, ich will Ihnen nicht zur Last fallen. Ach, sei still. Hier lang. Och mein Gott, was hat denn sie hier für ein... Ich habe leider keinen Kaffee. Ich wette, du kommst aus der Hauptstadt und liebst Kaffee, aber ich bin alt und trinke Tee. Ich trinke so gerne Tee. Ist jetzt so ein süßes Haus mit so einem süßen Garten. Ich trinke Tee. Ich liebe Tee. Ach was, ich werde wirklich alt. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass Laburnum Creek gut für dich sein wird, Laura. Okay. Also gerade wissen wir wahrscheinlich noch nichts von dem Komet. Es ist schön, mal wieder eine Besucherin hier zu haben. No. Komm rein. Was hast du denn bitte für ein schönes Haus? Ich will es haben. Also, for real, das hier, dieses Haus mit diesem Ausblick und in dieser Natur wäre mein Traum. Also das ist mein Traum. Das Einzige, was sein muss, ist gutes Internet, damit ich streamen kann und YouTube-Videos machen kann. Aber das wäre einfach mein Traum. Oh, wow. Fühl dich wie zu Hause. Oh mein Gott, das bin so ich. Ich habe auch so viele Pflanzen. So, Tee. Ich habe Früchtetee, Minztee und grünen Jasmin-Tee. Oh, wow. Ich nehme alles. Honigpilztee, wenn du ein wenig experimentierfreudig bist. Hey, Honigpilztee hört sich sehr gut an. Ich liebe Honig. Ich liebe Pilze. Ich habe noch nie von Honigpilztee gehört. Den mache ich selber. Sehr erfrischend mit einem gewissen Kick. Und wenn du Kick sagst, meinst du... Du weißt schon, den sollte man nicht trinken, wenn man noch einen Kran führen oder eine Herz-OP führen möchte.
Okay, ich habe nicht gewusst, welche Pilze sie da reinpackt. Ich komme hier an und werde schon zu irgendwelchen Substanzen verführt. Ich nehme den Honigpilztee. Kein Zurück mehr. Gut, ich wollte heute keine Herz-OP mehr durchführen. Nehmen wir den Honigpilztee. Komm sofort, setz dich, Liebes. Warte, ich muss mich mal hier umsehen. Das ist ja mein Traum. Also, das ist ja wunderbar. Hier die Monstera. Deliciosa hier am Start, aber sowas von... Oh, wow, ja. Oh, ich höre nicht zu. Sei nicht nervös, ich mache ihn nicht zu stark. Du musst ja nicht gleich aus dem Fenster schweben. Wow, guckt euch das... Stell dir das vor, wie eine Lesebrille aufsetzen. Alles wird zack, einfach ein bisschen schärfer. Ey, was macht's jetzt mit mir und dem Tee? Leute, lasst euch nie zu irgendwelchen Sachen verführen, die ihr nicht wollt. Ne? So schön hier. Ich kann hier nicht rein. Aber auch was für ein schöner Stil. Da sind ganz viele Bücher, ganz viele Pflanzen. Der Tee ist fertig. Setz dich, Liebes. Ja, ich mach schon. Wo muss ich mich denn hinsetzen? Ach, hier. Ah, das ist gut. Also, erzählst du mir von gestern Nacht? Was? Ich hörte, jemand sei von der Straße abgekommen und nun sitzt du hier am nächsten Morgen und siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Wenn wir Nachbarn werden, müssen wir auf uns Acht geben. Wir sind natürlich ehrlich. Ich war spät dran. Es muss einen Stromausfall oder so gegeben haben, deshalb war es so dunkel. Und dann habe ich irgendwen mitten auf der Straße gesehen. Ein Stromausfall? Ich konnte gerade noch so ausweichen und dann ab in den Graben. Oh. Ein Scheinwerfer im Eimer, aber keine gebrochenen Knochen. Und die Person, die du gesehen hast? Verschwunden. Nun, wenn ich rausfinde, wer das war, werde ich ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Nachts auf der Straße rumlaufen, also bitte. Ich kenne alle hier in Laburnum Creek, also was immer du wissen musst, frag einfach. Okay, wir fragen mal Kurort? Erzähl mir vom Kurort hier. Damals, als das Heilbad noch offen war, das war wirklich einzigartig. Die Leute sind von überall gekommen, selbst aus der Hauptstadt. Die Reichen und Schönen, alles sind sie hier rumgelaufen in ihren Bademänteln. Wow, vielleicht schreibe ich meinen Artikel über das falsche Thema. Jetzt ist das viel ruhiger, aber so mag ich das. Die Leute in Laburnum Creek, die leben gerne im Hier und Jetzt, weißt du? Klar, ja. Weiter zuhören, klar. Ich nehme an, du willst mit allen reden. Die Beaumonts leben oben im Golden View Inn. Das Hotel ist ziemlich eingeschlafen dieser Tage. Terry, er kann ja nicht mehr so. Und ich bin sicher, Miss Harris wird sich mit dir unterhalten. Sie ist eine Künstlerin, weißt du? Ach, und Foster Lovell kennt diesen Ort besser als jeder andere außer mir. Haha, du musst ihn nur an einem guten Tag erwischen. Und sprich mal mit Frank LaGara, dem Holzhändler. Das klingt alles super, Maggie, aber vielleicht sollte ich erstmal meine Sachen auspacken. Oh, natürlich. Sei ruhig, Maggie. Lass das Mädchen erstmal ankommen. Sie redet mit sich selber, süß. Es tut mir leid, ich habe nur so schlecht geschlafen die Nacht. Kein Wunder. Mein Kopf pocht immer noch. Ah, sagte sie wissend. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, meine Liebe. Aha, das sind die Pilze. Neuer Besuch im Kurort braucht oft 1-2 Tage, um mit den Schwingungen synchron zu werden. Okay, neugierig. Schwingungen? Spürst du sie? Vielleicht ist das nur der Pilztee. I guess. Nun, ich weiß nicht, ob es die Höhe ist oder die Art, wie der Wind durch die Kiefern weht. Vielleicht sind es komische Strahlen. Ich kann es dir nicht sagen, aber Laburnum Creek macht etwas mit den Menschen. Und es macht gerade etwas mit dir. Du wirst dich schon bald besser fühlen. Ich kann es kaum abwarten. Gut, dann geh doch jetzt mal deine Sachen auspacken. Alles klar. Letzi Fetzi. Oh nein, habe ich ein schönes Haus. Johansson, sie wurden also herzlich willkommen geheißen. Das kann man sagen. Oder doch nicht mein Haus? Sie hat ein Bungalow hergerichtet und ich konnte mich etwas erholen. Das klingt doch gut soweit. Ah, meine Psychologin. Am nächsten Tag habe ich mich ein wenig in Laburnum Creek umgeschaut. Oder eine Freundin. Aber sie schreibt, sieht so aus. Ich kann nicht mehr. Wie schön ist das? Da ist der Komet. Ich kann nicht mehr, wie schön.
Ich kann sogar unter Wasser gucken. Oh mein Gott, ist das schön. Okay, ich stehe auf. Jetzt kann ich gehen. Kann ich baden gehen? Nein. Show Map. Das ist interessant. Wie groß ist denn die Map, bitte? Wow, Golden View Inn. Das sind die anderen. La Gaga Wood Lamba. Okay, da gibt es Holz wahrscheinlich. Das ist der Holzfäller. Store, Touristeninformation, Sheriff, Harris, verlassene Stadt. Boah, oh, Leute. Ey, ist das cool. Ich freue mich so auf den Release von dem Game. Falls wir das bei Release dann spielen sollen hier auf dem Kanal, sagt mir unbedingt Bescheid, falls ich die Story da weiter verfolgen soll. Es wird ja 24 rauskommen, wurde gesagt. Wo soll ich denn hingehen? Ich glaube, es ist egal. Okay, hier habe ich ein Tagebuch, aber das kann ich gerade nicht öffnen. Ist das mein Haus? Nee, oder? Nee, das ist das Haus von Maggie. Da waren wir ja schon. Sie hat irgendwas von einem Bungalow gesagt. Okay. Steht irgendwo mein Haus? Nö. Obwohl, wartet. Da ist ein Haussymbol. Könnte meins sein. Aber da jetzt zurück? Wartet, das ist... Nee, das war doch Maggies Haus. Wo muss ich denn hin? Ach, da ist Maggie, guck mal. Das war Maggies Haus. Okay, die sehen von innen ein bisschen gleich aus. Aber wunderschön, ich will so ein Haus haben. Hallo Maggie. Einen schönen Nachmittag, Sonnenschein. Ach süß, wie sie da sitzt und chillt. Konntest du dich etwas erholen? Ja. Viel besser, danke. Du hattest wohl recht mit der Eingewöhnungsphase. Sag ich doch. Man braucht ein wenig, um sich an diesen Ort zu gewöhnen. Du weißt schon, mit der Höhe, den geomagnetischen Resonanzen und all dem. Ich wusste, dass du schnell reinkommst. Okay. Was hat's mit dem auf sich? Also kann ich die ganze Map erkunden, aber ich bin halt so mega langsam. Hier steht noch Visit Laburnum National Park in the Great Northwest. The vast land of the adventure awaits you. True nature, wild animals and the famous hot springs of Laburnum Creek. Okay, ja, also es ist hier wunderschön und wir sollen das hier erkunden. Oh, ich kann doch laufen. Dann gehen wir mal nach da hinten. Okay, da sind noch mehr Häuser. Kann man da auch rein hier? Ach so, da geht's hier hin. Ach cool, wie das gemacht ist. Kann ich mit dem Van fahren? Nur so eine Frage. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo mein Haus ist. Es wird mir leider nicht gezeigt und nicht gesagt. Nur Häuser. Touristinformation. Ich probiere jetzt mal mit dem Van zu fahren. Überall diese vermissten Anzeigen. Okay, da kann ich auf die Map hinzugreifen. Kann ich... Ich kann auswählen, wohin ich will. Okay. Wow. Ich meine, sie hat ja gesagt, ich soll hochgehen. Die Touristeninfo war geöffnet, aber es war niemand vor Ort. Wie schön. Das sieht aus wie echt. Also ich war ja schon in Amerika in, glaube ich, fast, nee, sogar mehr als 10 Nationalparks. Wir haben da so eine Tour gemacht. Und das war einfach mega. Ich gehe mal in die verlassene Stadt. Da sieht es auch so aus bei den Nationalpark-Centers. Verlassene Stadt. Die verlassene Stadt zum ersten Mal zu sehen war irgendwie surreal. Da waren dann alle Reichen und Schönen. Ist so schön, Leute.
Krass, aber alles zugenagelt. Kann man nicht lang. Oh, ich glaube, ich werde wieder zurückgesetzt. Oh! Die Menschen gerieten in Panik, als sie von den Kometen hörten. Wer konnte und wollte, hat die Sachen gepackt und ist sofort verschwunden. Das ist die Art Reaktion, die ich erwarten würde von Menschen, die in einer Stadt wohnen, die bald nur noch ein Krater ist. Aber wie Sie wissen, hat nicht jeder gleich reagiert. Ich weiß ja, oh ja, ich weiß. Oha, also wir kriegen gerade so Fetzen von der Story mit. Flassens Haus. Warum haben die Leute die Häuser vernagelt, wenn sie sowieso geflohen sind? Das stimmt. Warum? Da hinten sind auch voll viele. Okay, gehen wir mal. Hier kann ich nicht hin. In den Store. Wir gehen jetzt mal in den Store. Groceries. Hallo. Geschlossen? Geschlossen. Okay, hier wird man wahrscheinlich das Nötigste auf jeden Fall kriegen. Everyday low price. Okay, die verlassene Stadt ist direkt gegenüber. Krass. Okay, dann gucken wir noch hier zum Sheriff. Ist auch geschlossen, oder? Nee, ist offen. Da ist sogar jemand. Hallo. Ah ja. Das hat mir noch gefehlt. Was denn? Was wollen Sie? Boah. Artikel. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen nur ein paar Fragen stellen würde? Wegen meines Artikels? Oh, ich hab's überdrückt. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, wir brauchen hier niemanden, der rumschnüffelt und Unruhe in unseren Ort bringt. Ich möchte nichts von irgendwelchen Artikeln hören, Miss. Am besten Sie fahren zurück in die Hauptstadt und vergessen, dass Sie hier alles einfach... Komet? Was denken Sie, warum alle trotz des Kometen hier bleiben? Jedenfalls nicht, um von neugierigen Touristinnen belästigt zu werden. Laburnum Creek? Laburnum Creek ist wirklich wunderschön. Und so soll es auch bleiben. Also lassen Sie Ihren Hippie-Van auf der Straße, kein Wildcampen. Und der Müll wird schön entsorgt, Miss. Alles klar. Ausgangssperre? Können Sie mir mehr über die Ausgangssperre erzählen? Hank schien nicht allzu viel darüber zu wissen. Notfallbefugnisse. Das heißt? Notfallbefugnisse heißt Notfallbefugnis. Solange die Krise anhält, habe ich die Autorität darüber zu entscheiden, was in dieser Stadt notwendig ist. Kapiert? Also ist es zu meiner eigenen Sicherheit. Klar. Okay, in Ordnung. Ich denke, ich habe mich fürs Erste genug anschreien lassen. Gute Heimreise, Miss Tanner. Alles klar. Ich schnüffel jetzt hier trotzdem rum. Oh, hi. Miss Tanner! Oh, Hank, hi. Wie geht es Ihnen? Was machen die Kopfschmerzen? Hallo, Hank! Kopfschmerzen? Maggie sagt, die Kopfschmerzen liegen nur an einer Eingewöhnungsphase. Wissen Sie irgendwas darüber? Sie ist Expertin. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Aber ich hoffe, es geht Ihnen besser bald. Süß. Maggie. Ich habe Maggie getroffen. Oh ja, gut. Hatte sie einen Bungalow für Sie? Ja, danke nochmal für den Tipp. Wusste ich's. Interview? Hätten Sie Zeit für ein kurzes Interview? Leider nein, bin im Dienst. Sie wissen ja, wie streng der Sheriff ist. Ja, habe ich gerade gemerkt. Polizeiarbeit. Woran arbeiten Sie gerade? Mein Bericht von gestern Abend. Die da oben fragen den Sheriff nach allen Details. Laburnum Creek ist schon komisch manchmal. Kann man nicht immer alles erklären, was hier passiert? Reden Sie von unerklärlichen Phänomenen? Phänomenen? Phantomenen? Lassen Sie das nicht den Sheriff hören. Der will nichts hören von Phantomenen. Der sagt alles. Lässt sich irgendwo erklären. Was denken Sie denn, Hank? Ist dieser Ort irgendwie verzaubert oder warum ist er so besonders? Sie sind doch hier, um genau das herauszufinden, oder? Vermisstenanzeigen. Ich habe diese Vermisstenanzeigen gesehen. Oh ja, die für Vicky? Ja, sie hängen überall. Wer ist das? Vicky Bryce war unsere Touri-Führerin. Sie ist verschwunden, schon vor Wochen. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Mehr Informationen? Wer hat sie als vermisst gemeldet? Haben Sie weitere Informationen darüber, was mit Vicky geschehen sein könnte? Wir wissen wenig. Ich glaube, sie ist noch irgendwo da draußen. Ja, irgendwo da draußen ist sie. Ist sie geflohen? Vielleicht ist sie einfach vor dem Kometen geflohen. Glaube ich nicht. Sie hat nicht Tschüss gesagt und ist verschwunden, bevor die Busse kamen.
Nee, sie muss auch irgendwo da draußen sein. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Bei der Arbeit, in der Touri-Info. Ob ich... Oh, hab ich gesehen? Hübsche Hütte. Ich mag den Baumstumpf. Sie sind reingekommen? Ich dachte, sie macht vielleicht eine Pause. Sie hat wohl nicht abgeschlossen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Schlüssel finden. Wer hat Sie als vermisst gemeldet? Ihre Familie lebt im Reservat, etwa 30 Meilen entlang der Küste. Der Sheriff hat sie reingelassen, um nach ihr zu suchen. Aber der Park ist viel zu groß und sie hatte nur 48 Stunden. Keine Suchaktion durch die Polizei? Wir sind hier nur zu zweit. Ich verstehe, wertvolle Ressourcen und so weiter. Wir geben unser Bestes. Okay. Ciao, Hank. Das ist mysteriös. Was ist hier passiert? Okay. Wir haben ja noch Harris. Da können wir noch hin. Ach, das ist der Holzfäller. Oh, da sind mehrere Leute. Wow, so schön hier. Aber diese Hände sind gruselig. Emily. Guten Tag. Oh, hallo, Mimi. Okay, ich habe ja lang kein neues Gesicht mehr hier gesehen. Vorstellen. Mein Name ist Laura Tanner. Über die Leute hier und über den Kometen. Okay, wahrscheinlich. Ich habe schon wieder verdrückt. Oh, Sie schreiben? Das ist super. Ich mache auch Kunst, wissen Sie? Haha. Nun, ich bin keine Schriftstellerin, mehr eine Journalistin. Das ist auch eine Form von Kunst, meine Güte. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert. Mit dem auch sei. Sie können mich Mimi nennen. Alle machen das. Okay, ist Ihr Spitzname. Nach Interviewfragen. Hätten Sie vielleicht Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Oh, ich würde gerne, aber ich bin leider etwas im Stress. Wir waren gerade noch bei Foster im Laden und haben uns total verquatscht. Jetzt bin ich spät dran und alles ist durcheinander. Kommt der Tag durcheinander, komme ich durcheinander. Furchtbar, furchtbar. Ich will die Skulptur heute noch fertig bekommen. Okay, Skulptur. Was ist mit der mit dieser Skulptur? Was hat es mit der Skulptur auf sich? Sie ist mein Markenzeichen. Wie gefällt sie Ihnen? Freundlich. Sie sieht sehr detailliert aus. Faszinierend. Was empfinden Sie, wenn Sie die Skulptur betrachten? Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Sie hat eine ganz besondere Wirkung auf viele Menschen. Was denken Sie? Oh. Entbindung. Kapitalismus. Mord. Ausweichen. Lady Macbeth? Ich habe keine Ahnung. Also, diese Finger sind schon irgendwie gruselig, wie wenn sie irgendwie einen Kometen aufhalten wollen. Aber da passt jetzt nichts. Ich werde ausweichen. Wissen Sie, wir Journalisten haben so eine Regel. Beunruhige die Bequemen und tröste die Geplagten. Es sieht so aus, als würde die Skulptur genau das tun. Haha, gut, dafür haben wir die Kunst. Okay, Foster? Darf ich fragen, wer Foster ist? Er betreibt den Laden in der Stadt. Wissen Sie was? Er hat gerade Feierabend gemacht und ist nach Hause. Er ist dort ganz allein, jetzt wo Sarah weg ist. Vielleicht besuchen Sie ihn mal oben in Confire Canyon. Er freut sich sicher über Gesellschaft. Ach krass, jetzt ist eine neue, was Neues hier markiert worden, wo ich jetzt hinfahren kann. Okay, dann gehen wir wieder. Oh, man kann auch ins Haus, wartet. Ich muss mir mal kurz das Haus angucken. Auch Pflanzen. Ey, die Leute hier gefallen mir. Aber, ja, ist ziemlich durcheinander hier. Kartons, zieht hier jemand ein oder aus? Es ist irgendwie Aufbruchstimmung, aber irgendwie der Boden noch nicht fertig. Ein improvisiertes Wohnzimmer. Sieht so aus, als ob sie erst einziehen würden. Oder? Okay, Mr. Harris. Hallo! Oh, grüße Sie. Was treibt Sie nach Laburnum Creek an diesen ungewöhnlichen Tagen? Ich schreibe einen Artikel über die Menschen hier und über den Kometen. Ha, die Sternschuppe. Als wäre die unser größtes Problem. Aber seien Sie herzlich willkommen. Okay. Interview. Hätten Sie Zeit für ein kurzes Interview? Ich habe leider noch Haus zu tun. Und Mimi ist total beschäftigt mit ihren Skulpturen. Da lässt man sie besser in Frieden. Sie wissen ja, wie das ist.
Ja, schade. Aber ich fahre morgen früh raus auf den See zum Angeln. Begleiten Sie mich doch, dann können wir ganz in Ruhe reden. Oha, das klingt super, abgemacht. Was meinen Sie, die Stadt hat größere Probleme als die endgültige Auslöschung? Le Burnham Creek ist ein seltsames Örtchen, das haben Sie doch sicher schon gemerkt. Haben Sie von Vicky gehört? Das arme Mädchen ist spurlos im Wald verschwunden. Die Leute sprechen von einem Ungeheuer in den Wäldern. Wir wissen nicht mal, ob der Meteor überhaupt einschlagen wird. Er könnte in der Atmosphäre verglühen, bevor er die Erde trifft. Oder den See. Ich würde sagen, dieser Steinbrocken am Himmel ist unsere geringste Sorge. Okay, Mimi? Ich will Ihnen nicht so nahe treten. Aber ist Mimi Ihre Partnerin? Ha, ja, sie ist meine Frau. Und Sie arbeiten gemeinsam am Haus? Nun ja, wenn sie es einrichten kann. Ich meine, wenn sie an ihren Skulpturen arbeiten muss, muss sie an ihren Skulpturen arbeiten. Haben Sie da einen McWood-Smith-Säge? Ja, ohne sie käme ich nicht zurecht. Ah, krass, also er supportet seine Frau richtig toll. Das ist schön. Aber das Haus, guckt euch das mal an, wie cool. Es ist nicht mal außen fertig, es sind nicht mal die Wände fertig. Krass. Vicky, ist das im Wald verschwunden? Was für ein Ungeheuer. Da reden die Leute hier nicht gern drüber. Aber Vicky war total besessen davon. Sie war sicher, dass es ihn gibt. Den Sasquatch. Oh, sie hat Touren für die Touristen angeboten. Also den, das war vielleicht unvorsichtig. Glauben Sie das? Ich weiß es nicht. Also Sasquatch ist ja Bigfoot. Bigfoot, ja. Glauben Sie an den Sasquatch? Ich glaube, in Le Burnham Creek gibt es mehr, als man sich vorstellen kann. Mehr weiß ich nicht. Angelausflug. Ich freue mich schon auf den Angelausflug. Ich auch. Ich gehe sonst immer mit Foster, aber der sagt, er kann morgen nicht. Kennen Sie Foster? Foster Lovell? Oh ja. Grundguter Mann. Auf ihn lasse ich nichts kommen. Wir sind seit Jahren gut befreundet. Hey, vielleicht hat er ja heute Abend noch Zeit für Sie. Okay, Renovierungsarbeiten? Renovieren Sie das Haus ganz alleine? Ja, und es ist viel zu tun. Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht voranzukommen. Aber ich muss es für eine ganze Harris-Zippe fertig bekommen. Ah, er will Kinder. Wem sagen Sie das? Süß! Süß. Okay, wir gehen mit ihm morgen früh angeln. Das ist cool. Richtig krasse Story. Da ist sein Boot. Okay. Wir haben jetzt hier noch Foster Lovell freigeschalten bekommen. Oh. Ich habe mich also auf den Weg zu Foster Lovell gemacht. Ich glaube, das ist wirklich meine Psychologin. Genau. Ich war ziemlich gespannt. Wie ging es ihrem Kopf? Ich sag mal nicht gut. Es muss ja alles immer gut sein. Immer noch nicht sehr besonders. Maggie meinte, es wäre eine Eingewöhnungsphase. Ich war nicht ganz sicher, was sie damit meinte. Ach, krass. Oh, wir fahren. Oh, ich muss fahren. Ich muss fahren, Leute. W, um zu beschleunigen, okay. Und das Interview, was haben Sie sich erhofft? Einsicht. Ich war gespannt auf jede und jeden Einzelnen. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Oh, ist das schön hier. Ich muss fahren und lesen gleichzeitig. Warum wollten Sie so viele Menschen hierbleiben, obwohl es Ihren sicheren Tod bedeutete? Oh, Kurve. Ich verstehe. Da hatte ich ja noch keine Ahnung, was alles noch auf mich zukommen sollte. Ey, das Spiel macht neugierig. Kurve. Boah, ist das schön hier. Mein Gott. Wow. Kurve. Es ist so schön. Gerade Sonnenuntergang, es ist so cool. Wow. Oh. Jetzt fahre ich nicht mehr. Oh, fast Unfall gebaut. Was hat der da für Kanister? Hallo. Herr Foster, guten Morgen oder guten Abend, besser gesagt. Hi. Entschuldigen Sie, Sir. Kauf nichts.
Ich möchte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich bin Schriftstellerin. Bücher kaufen wir auch nicht. Wie unfreundlich alle sind. Mr. Lovell, bitte. Mein Name ist Laura Tanner. Ich... Oh, oh. Was sagen Sie da? Moment mal, Sie... Ist alles in Ordnung, Mr. Lovell? Nein, nichts ist in Ordnung. Sie hätten nicht kommen sollen. Fragen? Ich habe nur ein paar Fragen. Es geht schnell, versprochen. Können wir reden? Ja. Folgen Sie mir. Okay. Jetzt haben Sie doch Zeit? What is going on? Boah, es ist so schön. Ich kann nicht mehr. Oh, wow. Ey, ich will auch so eine Terrasse haben. Setzen Sie sich. Okay. Oh, der hat ja Kuchen vorbereitet. Oh, ich hätte mich fast auf seinen Stuhl gesetzt. Ich komme hier nicht raus. Nein. Ah, jetzt. Okay. Sie wollten mich was fragen. Freundlich. Nee, taktvoll. Taktvoll klingt noch besser. Wie lange sind Sie schon in Laburnum Creek? Mein ganzes Leben. Ich betreibe den Laden jetzt seit 30 Jahren. Der Ausblick hier ist fantastisch. Ja, das stimmt. Das ist einfach der Hammer. Oh ja, ich kenne diese Berge hier, als wären sie alte Freunde. Aber manchmal... Mr. Lovell? Mr. Lovell, was wollten Sie sagen? Ach, nichts. Manchmal, wenn man einen alten Freund sieht, dann erkennt man ihn nicht, meine ich. Manchmal hast du dich verändert, manchmal sind sie es. Manchmal wirkt dieser Ort unbekannt. Hä? Laden? Sie betreiben den Laden? Mhm. Oh, was soll ich sonst tun? Wo soll ich sonst hin? Okay, die Leute hier. Nun, wie sind die Leute hier so? Die sind gut drauf, aber sind sie, Sie wissen schon... Oh, ich verstehe. Nein, sie sind schon in Ordnung. Die Leute hier sind komisch drauf, aber sicherlich keine Rassisten. Wo kommt das jetzt her? Gut zu wissen, danke. Zur Familie. Haben Sie Familie, zu der Sie könnten? Meine zwei Söhne in der Hauptstadt, aber... Nee, das könnte ich nicht. Nicht nachdem die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, nach Sarahs Tod. Oh nein. Nein, böses Blut. Was meinten Sie, als Sie sagten böses Blut? Nichts, vergessen Sie es. Mr. Lovell, ich will mir nur ein Bild machen wie... Das Bild ist, ich will nicht darüber reden, okay? Okay, klar. Bah. Entschuldigung. Ich schlafe sehr schlecht, Albträume, wissen Sie. Können wir das Thema wechseln? Klar. Ich schlafe auch schlecht. Ich schlafe auch nicht so gut. Maggie Pearson sagt, das hätte was zu tun mit Schwingungen. Ha, ja, genau. Ja, da haben wir eine Menge von hier, wenn es doch nach Maggie geht. Wenn die Schwingungen nicht kriegen, dann die Moskitos. Nee, Maggie ist eine Liebe, aber sie hat keine Ahnung, was hier passiert. Wieso? Was ist los? Was passiert denn hier, Mr. Lovell? Sie haben doch was auf dem Herzen. Mein Herz? Wenn Sie wüssten. Es fühlt sich an, als würde dieser Ort mich auseinanderreißen. Diese Träume. Albträume? Erzählen Sie mir von Ihren Träumen. Ich sehe Dinge, meistens nachts. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, aber es redet niemand darüber. Was sehen Sie? Ich kann einfach nicht. Maggie hat versucht zu helfen. Sie meinte, ich soll alles aufschreiben. Hat nicht viel geholfen. Manche Dinge sind schwer in Worte zu fassen. Habe hauptsächlich rumgekrakelt. Ich muss Druck machen. Können Sie mir Ihre Träume beschreiben? Ich habe es versucht. Ich habe versucht, das alles aufzuschreiben, aber... Wissen Sie, was man über Kleinstädte wie diese sagt? Da ist was im Wasser. Und ich glaube, es stimmt. Was meinen Sie, Mr. Lovell? Ich sehe Dinge und dann sind sie weg. Als wäre etwas an Ihnen vorbeigehuscht. Und Sie habe ich ja auch schon gesehen. Oh, Mr. Lovell, ich bin gestern erst angekommen. Ich hätte das nicht sagen sollen, Entschuldigung. Mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Es ist das Wasser. Ich habe es jetzt eine Woche lang nicht angerührt. Aber es wird nur schlimmer. Oh mein Gott, Mr. Lovell. Hören Sie auf, mich zu bedrängen. Ich habe doch gesagt, ich will nicht darüber reden. Okay, okay. Lassen Sie uns eine Pause. Herumlaufen und die Verrückten und durchgedreht befragen? Eine lustige Geschichte aufschreiben, damit die Leute in der Hauptstadt darüber lachen können? Oh nein. Nein.
ehrlich. Ich habe schon ein paar Verrückte befragt, Mr. Lovell. Oh. Ich erkenne einen durchgedrehten, wenn ich einen sehe. Ich weiß, dass sie nicht verrückt sind. Ich denke, sie haben Angst. Ich weiß bloß nicht, wovor. Und ob ich Angst habe. Wie ein eingesperrtes Tier sitze ich hier gerade. Sie sollten gehen. Oh nein. Was? Verziehen Sie sich endlich. Okay, okay, ich gehe ja schon. Oh mein Gott. Steigen Sie in den Van und hauen ab. Sie können uns nicht helfen, Miss Tanner. Oh Gott. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Und in der Nacht daraufhin ist es passiert. Was ist passiert? Explosion in der Ferne. Jetzt habe ich Angst. Maggie. Das ist sein Haus gewesen. Boah, hab ich grad Gänsehaut. Oh mein Gott. We stay behind. Hab ich grad... Oh mein Gott, hab ich Gänsehaut. Okay, meine lieben Leute, das war die Demo von We Stay Behind. Wie gefällt es euch? Es ist zwar wunderschön, aber nicht ganz so cozy, wie ich dachte. Aber ich wusste schon, dass irgendwie was Mysteriöses hier auf sich hat mit der Stadt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dann das volle Game auch sehen wollt, damit ich da Bescheid weiß. Und mich einfach auf dem Laufenden halte, wann es dann released, um das dann für euch aufzunehmen. Und das war die Demo zu We Stay Behind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, damit ihr keine cozy Videos mehr von Playful Dodo verpasst. Guckt auch gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei. Instagram, TikTok und auf Twitch. Und wir sehen uns dann beim nächsten cozy Video. Bis dann. Ciao.